Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Weg zum Shogun und wir spielen diesmal um die Lundenschloss Kriegermönche. Ja, auf jeden Fall, ich bin wieder da, beziehungsweise ja, es kam ja normal viel Videos, Weg zum Shogun kam, glaube ich sogar immer dann, wenn es hätte kommen sollen, außer am Samstag. Aber ihr wisst ja, ich hatte einen Austauschschüler da und deswegen konnte ich leider nicht aufnehmen, ich war quasi nie zu Hause. Also ich bin öfters mal, kam ich kurz heim, hab was gegessen, dann sind wir gleich weiter. Deswegen war das alles ein bisschen schwierig, aber ja, jetzt kann ich wieder ganz in Ruhe aufnehmen. Und nächste Woche habe ich Ferien. Da kann ich dann vielleicht auch mal schauen, ob ich ein bisschen gegen euch spielen will. Ich muss mein Mikrofon noch ein bisschen hinrichten. Und wir haben ein Fall of the Samurai-Spiel, das bedeutet, meine Armee hier ist ziemlich für den Arsch. Machen wir eine neue mit ganz viel Fernkämpfern und Kavallerie. So, einmal die hier, einmal die hier. Bogenkavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Und nochmal eine. Nehmen wir mal noch eine Katana-Kavallerie mit. Da haben wir nämlich auch welche Filter anzeigen. Kavallerie. Mach ich jetzt überhaupt nach? Haben wir bestimmt noch was? Nahkampfangriff. Gut, nehmen wir mal sowas hier mit. Ist jetzt noch ziemlich hart auf Kavallerie. Dann noch auf. Nahkampf von einer noch auf den Banzai-Bonus quasi. Von den hier. Und ja, dann ist vielleicht ein bisschen zu viel Kavallerie. Ne, nehmen wir die doch lieber raus. Und setzen dafür noch ein bisschen was auf Speer. Nehmen wir noch eine Long Yari Ashigaru. Wo sind sie denn? Hier. Die kugelsicheren Samurai hätte ich gern noch. 20 Sekunden haben wir noch. Kugelsicherung, Kugelsicherung, so Kugelsicherung. Wo seid ihr? Die waren irgendwo hier. Ich weiß es. Hier. Ach scheiße, es geht nicht auf. Dann nehmen wir aber noch die Schwertbegleiter mit, so viel man kann. Uff, 190, das ist scheiße. Naja gut, egal. Wird schon aufgehen. Jetzt haben wir Lundenschloss. Das brauchen wir nicht. Ja, egal. Zu wenig Zeit. Gut, das passiert mir prinzipiell, sobald wir, weil ich meine Weile keinen Shogun mehr gespielt habe, da weiß ich nicht mehr, wo was ist. Und hat gerade, sehr gut, gerade nehme ich auf, dann schreibt mir eine von den Tschechen, dass sie in Stuttgart sind. Ja, gut. Hab jetzt keine Zeit. Das war ganz gut, ich habe auch enorm viel Englisch geredet. Das war die ersten Tage heftig. Ich bin ja nicht irgendwie zweisprachig aufgewachsen, weil ich habe mit einer geredet, die meint, bei ihr ist richtig krass. Da wird halt im Freundeskreis quasi Schwäbisch geredet, in der Schule Deutsch, zu Hause Russisch und jetzt mit den Tschechen auch noch Englisch. Also die hat es total auseinandergenommen eigentlich. Aber bei mir geht es also Deutsch und Schwäbisch ist ja bei mir nicht so radikal wie jetzt in anderen Gegenden. Also wenn man jetzt aus einem richtig kleinen Kuhdorf kommt, da ist das ja nochmal eine ganze Ecke anders. Aber ich kann ja gut zwischen Schwäbisch und Hochdeutsch umschalten. Ja, auf jeden Fall. Es war relativ witzig und wenn man da mal ein bisschen was getrunken hat. Also wir waren, scheiße, minus 10 Nachladerate, naja. Auf jeden Fall, und Kavallerie auch noch, scheiße. Egal. Moral und Bogenschützen. Erst Abend, das weiß ich noch, da war eigentlich geplant, dass wir nichts machen, so großartig. Ich dachte, ja, mal gucken, was machen wir denn, haben uns überlegt. Haben wir gedacht, ja komm, gehen wir doch in eine Bar. So ein, zwei Bier trinken, das haben wir einen Tag vorher auch schon gemacht, wir wollten es ja nicht übertreiben. Dann haben die gemeint, ja, sie gehen noch schnell netto einkaufen. Am Ende hatten wir 23 Liter Korea, also eine Mischung aus Wein und Cola. Bei mir zu Hause ein Fest veranstaltet. Ich war einfach irgendwann mal so durcheinander, weil das war ja der zweite Tag, also der erste richtige Tag eigentlich. Und da haben wir halt natürlich mit den Tschechen Englisch geredet, hatten uns da halt so halbwegs dran gewöhnt. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geblickt. Ich habe ewig lang mit meiner Mutter Englisch geredet, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass die mich nicht versteht. Und zwar nicht ansatzweise. Ach, jetzt habe ich die Kugelsicherung gar nicht mitgenommen, weil die zu teuer waren. Scheiße, dann hätte man lieber noch was anderes mitgenommen. Gut, die habe ich jetzt eigentlich, die hätte ich eigentlich gebraucht, fällt mir gerade auf. Naja, gut. Machen wir das hier so, versuchen wir so eine breite Front wie möglich zu haben. Muss man ja inzwischen wie muss machen. So. Gut, das wird glaub heute nichts, so wie es schon anfängt, aber mal sehen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwo hin. So. Ich habe eben fast meine schöne Formation kaputt gemacht. Was ist das hier? Moral, okay. So.
So, okay. Der versteckt anscheinend seine Armee. Und er will wirklich nur verlieren. Das würde erklären, warum er... Das hat man ja schon mal. Und er hat einfach so eine Only Ninja-Armee. Das geht natürlich auch. Die Bogenschützen, die können im Nahkampf eh nichts machen, deswegen setzen wir die ab. Und die Armee kommt hier hin. Ja gut, wenn er mir die Dojos überlässt, bin ich ja eigentlich schon mal ganz glücklich. Ich hoffe nur, dass es nicht wirklich schon wieder sowas ist. Wir hatten ja schon mal diesen einen Gegner, wo ich bis zum letzten Moment zur festen Überzeugung war, dass er noch irgendwo eine gesamte Armee rumstehen hat. Ach, er hat Kavallerie dabei, okay. Ein paar Einheiten zumindest. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass da immer irgendeine Einheit drinstehen wird. Aber hier die Schwertbegleiter stellen die in den Schrein hier. Noch kaiserliche Garde-Kavallerie dabei. Geil, Hauptsache ich krieg hier meinen Moralschrein. Ach, da drüben war die Armee, sehr gut. Er hat Fernkampfkavallerie dabei. Das ist natürlich scheiße und nervig, aber egal. Da kriegt meine Dojos. Ich habe aber meine Pferde verloren. Das ist wiederum nicht ganz eklig. Und das wiederum bedeutet, dass meine Bogenkavallerie nicht ansatzweise so eklig ist, wie es eigentlich wäre. Egal, wir brauchen jetzt wieder Schilde für unsere Fernkämpfer, damit die da ordentlich abräumen können. Meine Kavallerie wiederum, die wird nach da drüben geschickt. Also wir haben schon wieder so diese Only Cavalry Kombination hier. Das bedeutet, wir packen uns einfach auf einen Haufen mit allem, was wir haben. Nutzen unsere Reichweite gegen alles, was der Feind bringt. Leute, Bogenkriegermönche plus General in die Richtung. Und die hier in die Richtung. Er kann die Dojos nicht einnehmen, weil er ja nur Kavallerie hat, bekanntlich. Und da wir die Dojos haben, haben wir auch gleichzeitig den Vorteil, dass uns die Munition niemals ausgeht. So, jetzt kann es natürlich sein, dass es so ein Feind ist, der einfach nicht angreift. So, wir stellen uns das einfach so auf. Alle Richtungen. Karabiner Kavallerie. Yariki. Kaiserliche Garde. Bogenkavallerie. Stellen wir auch noch auf. Gut, ich kann da hinten natürlich nichts einnehmen. Bedeutet, ja gut. Feind ist bedeutend mobiler, das bedeutet, er hat mich anzugreifen. Wir stellen jetzt eigentlich alles, was wir haben, so zwischen die Fernkämpfer rein. Die Bogenkavallerie, die stellen wir mal so hin. Die dürfen nämlich gleich auch feuern. Die Schwertbegleiter nehmen wir natürlich nach vorne. Das da, das nehmen wir einfach nur als Meat Shield quasi. So, mit dem Bollen kommen wir jetzt eigentlich, gucken wir mal, ob wir da hinten irgendwie doch noch die Werkstatt, ihn davon abhalten können, die Werkstatt zu erobern. Wenn er jetzt mit seiner Armee da... Ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt mit der Armee hier... Ups. Okay, der speichert die Formation leider nicht, weil ich könnte jetzt mit der Armee, so wie sie da steht, vorrücken. Scheiße, okay. Das geht nicht auf. Ich wollte nämlich das jetzt nutzen. Na gut, vielleicht kann ich wenigstens die Yarik hier ausschalten. Ich wollte das jetzt nutzen, um den hier anzugreifen. Aber dadurch, dass es leider technisch im Spiel nicht möglich ist, so eine Formation, so verkrüppelt wie sie hier ist, beizubehalten, geht es halt leider schlecht. Okay, gut, hätte mich auch ziemlich gewundert, wenn ich ehrlich bin. Karabiner Kavallerie, wir sind in Bewegung.
Okay, schade, egal. Hauptsache, wir halten Moral und Bogen-Dojo. Die Ariki da hinten wird der auch nicht behalten. Mein Schrein wird er mir nicht wegnehmen. Den brauche ich nämlich. Also, der ist relativ wichtig. Aber am wichtigsten ist definitiv der Bogen-Dojo hier. Ich muss aufpassen, dass mir mein General nicht wegholt. So. Meine Bogenschützen sind natürlich halt auch ziemlich effizient, so ist ja gar nicht. Und nutzt da halt leider seine Yari-Ki für. So, wir benutzen die jetzt so quasi als Schild um die Einheit herum. Also, was sind mal die Yari-Ki zum Fliehen bringen, vielleicht? Na gut, der setzt sie halt nicht im Nahkampf ein, leider. Tja, da hinten jetzt die erste Einheit, die wir irgendwie nur ansatzweise vielleicht dazu bringen könnten, dass sie fliehen. Ich muss den Feind jetzt dazu zwingen, dass er Fehler macht. So was wie hier zum Beispiel. Nämlich auch sehr schön mein General für benutzen. Ach, gut, der wollte von dem Bogen kriegen. Ja, okay, das stand klar. Wenn er da eine Option gesehen hat, die in irgendeiner Art und Weise anzugreifen, dann ist es logisch, dass er auch angreift. Jetzt nehmen wir mal meinen General und hauen einmal Sammeln raus. Scheiße, ja, okay, da war ich jetzt. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass er mich auch im Nahkampf abfangen kann, weil ich keine Speerträger dabei habe. Na gut. Ist halt scheiße, ohne jede Art von Speerträgern. Da überrennt er mich natürlich mit Only Cavalry. Wir sollten auch vielleicht mal wieder ein bisschen umschwenken, wieder ein bisschen zurückbesinnen auf die Speerträger. Ich bin jetzt quasi immer nur auf Nahkampf gegangen. Das ist natürlich. Ja, gegen solche radikalen Dinger, ich will sie eigentlich nicht radikal nennen, aber es ist einfach nur scheiße. Ja, ich mag die Taktik nicht, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Weil es ist einfach, die Taktik, da setzt quasi kein Skill voraus, weil es ist einfach so, entweder der Feind hat eine Armee, die es auffällt, dann verliert man, oder er hat eine Armee, die es nicht auffällt, dann gewinnt man. So, hatte ich es. War jetzt richtig, ja. Bedeutet, es hat nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht ist, sondern es hat nur was mit Glück zu tun. Und sobald irgendwas glückabhängig ist, finde ich es scheiße. Dann kann man eigentlich auch ins Casino hocken und muss die Show gut spielen. Okay, gut. Ich bin übrigens gleich krank geworden, aber das kann man mir auch nicht übel nehmen. Das war ein bisschen hart die Woche. Egal, ich will noch seinen General töten. Das wäre so mein primäres Ziel. So. Ja, kriegt mir meinen Daikyo Samurai nicht tot. Scheiße, wahrscheinlich kriegt das doch hin. Ah, jetzt kommt noch was von der Seite. Okay, er kriegt sie tot. Oh Mann, ich wollte noch seinen General wenigstens töten. So ein kleiner Erfolg wäre doch noch nett gewesen. Ich hätte gedacht, Spiel ist sich aufgegangen. Na gut. Nö, ich ärgere den jetzt. Die macht er jetzt noch richtig tot. Nein, das hat den Bann sein nicht mehr ausgelöst. Scheiße, ich hatte sogar schon drauf geklickt. Gut, knappe Niederlage. Naja. Diese Kavallerie-Armee. Sind nicht schwer aufzuhalten, braucht halt Speerträger dafür, indem man die Fernkämpfer schützen kann. Man sollte die eigene Kavallerie nicht so wasten. Ja, der Plan wäre aufgegangen, wenn ich es ein bisschen besser vorbereitet hätte, weil ich habe halt gedacht, ich kann den Blob, so wie da steht, vom Spiel abspeichern lassen als Gruppierung. Dann hätte ich die nämlich vorgeschickt
Hätte er nämlich, um meine Kavallerie zu erreichen, mit seiner gesamten Armee an meinen Bogenschützen vorbei, da hätte ich ihm gut was weggeschossen. Und hätte dann ihn quasi da weglocken können und ihn vielleicht dazu zwingen, die Eroberung abzubrechen. Dadurch, dass ich meine Armee nicht bewegen konnte und ich schon die Kavallerie vorher losgeschickt habe, weil ich davon fest ausgegangen bin, dass es funktioniert, ist natürlich der ganze Plan in die Hose gegangen und habe mich mit seiner Fernkampfkavallerie weggeschossen. Ja. Ich glaube, wenn ich gegen Fall of the Samurai Spieler spiele, dann sollte ich das vielleicht beachten, dass die meistens sowas einsetzen. Da müssen wir dann vielleicht, anstatt jetzt auf Schwertkämpfer gegen Fall of the Samurai Spieler, wieder stärker auf, also noch stärker auf Bogenschützen und Speerträger gehen. Okay, also natürlich haben wir jetzt nichts gewonnen, leider. Die Server funktionieren immer noch nicht, das ist ein bisschen schade. Naja, ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen und nächstes Mal geht es dann wieder weiter, dann hoffentlich mit einem Sieg. Und ja, bis dahin. Ciao, Leute.